Hallo Leute, es geht weiter im Puppenhaus von Alice Madness Returns. Ich muss jetzt aber nochmal die Erinnerung holen. Und ja, sag schon mal an, wenn es in diesem Part irgendwie ruckeln sollte, dann könnte das daran liegen, dass ich stundenlange PC-Probleme irgendwie seit Tagen habe und alles mögliche versuche, um diesen Rechner bei Laune zu halten. Jedes Kind hat eine Bestimmung. Es ist die Pflicht eines Erwachsenen, jedem jungen Menschen dieser Bestimmung zuzuführen. Und meine Bestimmung ist es, dieses Let's Play zu Ende zu führen. Und das tue ich natürlich jetzt gerade. Und solange es flüssig läuft, so wie immer eigentlich. Also klar ruckelt es hier mal hier und da, aber halt nicht so extrem wie gerade eben, wo ich das mal ausprobiert hatte. Und wenn das natürlich nochmal passiert, so richtig schlimm, dann gut, muss ich halt einen Cut machen. Aber bis dahin versuche ich das jetzt erstmal einfach. In der Hoffnung, dass es klappt. Ja, genau, hier ging's lang. Manchmal hat es noch so ein paar Störungen, aber ich kann es mir halt auch definitiv gar nicht erklären. Ich kenne auch niemanden, der es könnte. Also, ja. Manchmal wollen einen Rechner einfach ärgern, das ist einfach so. Ja, so wie dieses Stocken jetzt, ist es unerklärlich. Warum auch immer. Jedenfalls ist es jetzt schlimmer als vorher und ich finde es extrem doof, weil, ja, mehr als immer noch Festplatten gucken, Reinigungsprogramme durchlaufen lassen, irgendwelche Adblocker benutzen und was weiß ich nicht, was ich weiß auch nicht. Also, immer her mit den Tipps. Oder einfach mal Systemplatten machen. Geht aber auch nicht, weil ich ein paar Programme drauf habe, die ich nicht einfach wieder neu installieren könnte. Wäre auch scheiße. Ja. Also schlagen wir uns weiter durch. So, genau. Hier waren wir ja auch schon. Zwar aber... ja. Szene natürlich nicht bekommen. Gott, ich bin so froh, wenn wir dieses Let's Play einfach durchkriegen, ohne dass es halbwegs ruckelt. Ich hasse Ruckeln. Ich könnte mich darüber auch stundenlang noch aufregen, aber es würde wahrscheinlich auch nichts ändern. Die Beweise sind erdrückend. Jedes Geschöpf hat eine Aufgabe. Es ist meine geheiligte Pflicht, jeden jungen Menschen seiner Bestimmung zuzuführen, sei sie nützlich oder nicht. Verstehe deine Geschichte, deine Mythologie. Bla, 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 Dr. Bambi. Das wird nix. Das glaube ich nicht. Das ist auch schön, was ich hier mache. Einfach mal so drauf losspringen und jumpen. Wieso ist eigentlich... Warum habe ich eigentlich so viele Zähne? Ich dachte eigentlich, hätte das letzte Mal... Naja, hat wahrscheinlich nicht gespeichert. Genau, ich wollte die Vorpal-Klinge mal ein bisschen upgraden. Das mache ich jetzt mal eben nebenbei. Damit das auch erledigt ist. So, jetzt muss ich wieder rüber oder was? Wie geht das jetzt hier? Hä? Wo bringt mich denn das Ding jetzt hin? Ja, nee, 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 Alice. Liegt da unten Müll? Spielzeugmüll? So. Dann ab hier in dieses Luftding. Geht doch. Aber der Hebel ist ja schon, ne? Jetzt sind wir wieder da, wo wir waren. War auch blöd. Genau, hier muss ich. Muss ich ja da schon wieder hin. Oh Gott. So. Hoppi hoppi, Alice. Darauf jetzt. Es ruckelt schon wieder. Nee, das... Vergiss es, Mädchen. Nee. Vergiss es. Und auch immer dann das Ruckeln, wenn ich natürlich darüber muss. So, oh Gott.
immer diese Orientierungslosigkeit hier. Weil da rüberkommen kann doch nicht so schwer sein. Und vor allem mache ich das immer so weit nach oben. Ich will doch nur darüber. Ich will nur darüber. So. Spiel, mach mit bitte, damit ich das mal schaffe. Aber warum? Ist auch nicht richtig, ne? Hier war ich ja schon. Nein, ich sterbe immer wieder an derselben Stelle. Will ich darüber? Ich stürze ja immer runter. Oder komme ich daher? Ich. Hä? Hä? So. Nee. Schon wieder Kacke. Hä? Das war jetzt noch weiter zurück. Ich darf jetzt gleich alles nochmal machen. So. Und hier rauf. Und dann geht die Klappe. Die Klappe geht da vorne einfach auf. Wieso komme ich da nicht rum? Da hinten, wo er lang schwenkt, da mache ich dann immer so, da komme ich einmal rum. Und schaffe es dann nicht auf den da oben, dann gehe ich auf den da oben und gehe dann aber immer nach rechts. Wo komme ich denn da lang immer? Wo komme ich da? Hä? Ich bin verwirrt. Ja, nee. Leck mich am Arschspiel, echt. Vergiss es. Mach ich gleich nochmal. Hör auf zu ruckeln, du bekacktes Spiel, Scheißrechner. Echt. Man kann sich doch nicht ständig einen neuen Computer kaufen. Wer macht denn sowas? Muss doch auch einen Grund geben, wieso das auf einmal so kacke hier läuft. Ich reg mich hier voll auf, aber es ist doch so. Mann, da stundenlang verbringt man da Zeit. Wozu? Ich soll nach rechts. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, stirb. Geh einfach da hinten hin. Wie schwer kann das sein? La 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 la. Da 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 da. Du 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 du. Dum 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 dum. Wow, ich hab's geschafft. Hey, super. Und jetzt geht das wieder los. Mit Ruckeln und allem drum und ja, und die Puppen auch noch. Die Puppen natürlich auch noch. Die Monsterpuppe will mich. Keine Ahnung, was der nicht will. Haha. Das findest du gar nicht schön, ne? Jo. Mio. Aua. Ja. Hat geklappt. Mein Gott, endlich habe ich diesen Weg geschafft. Darüber zu springen. Ich kann mich aber noch erinnern, dass ich damals auch immer darunter geknallt bin. An derselben Stelle, wo diese, ne? Das Ding da hier, wo man da immer gegenstößt. Hier noch so. Sieht so geheimnisvoll aus, ist es aber nicht. Hm. Und da oben, kommt man da noch hin? Nee. Oh, jetzt hör doch mal auf, du Spiel, du. Echt. Was mache ich jetzt? Ich glaube, ich muss das da oben abknallen. Knall das ab. Ja, hat
gar nicht geklappt. Oh, ich hab's noch geschafft sogar. Haha, yeah. Auf den letzten Drücker. Was hat sich jetzt eigentlich getan? Ui, 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 ui. Zähne, Zähne, Zähne. Wir wollen alle Zähne. Das andere hatte ich doch aber schon gemacht. Komme ich da jetzt einfach wieder rüber oder? Hä? Soll ich da rüber? Ja, soll ich. Okay. Und dann soll ich da runter, ne? Ja, mache ich. Es tut mir so leid, dass es so Störungen hier gibt. Echt, ist. Ich glaube, es ärgert mich 10-mal mehr noch als euch, wirklich. Es ist wirklich, wirklich, ich hasse es. Ich hasse es, wenn ich aufnehme und es nicht läuft, nicht flüssig läuft und ich auch nicht weiß, was ich tun soll. Wedi ist unsichtbar. Die Schnauze meine ich. Ich höre natürlich eine Schweineschnauze. Ist sie denn? Ich glaube, die ist bestimmt da. Weil hier ist es so voll versteckt und so. Aber ich höre sie hier gar nicht mehr. Das ist natürlich doof. Ah. Noch eine Flasche. Sehr gut. Aber keine Schnauze. Wie ärgerlich. Ich habe sie doch gerade eben noch gehört. So, jetzt ändert sich das hier unten. Ja. Ja, Spiel, kommst du hinterher? Gut. Ich gehe einfach mal runter. Guck mal hier um die Ecke, was jetzt anders ist. Oh, oh, oh. Schnell. Nein, komm. Nein. Och, wie ärgerlich. Aber immerhin, ich weiß jetzt, dass da was ist. Muss man das natürlich nochmal machen. Ach ja. Komm runter, du Plattform. So. So, jetzt schnell hier. So. So. Oh, das ist sogar der Weg. Aber wo ist dann die Schnauze? Und wo sind die Monster, die hier angeblich kommen? Da hinten. Klatsch. Einer ist schon mal tot. Ich suche nur nebenbei die Schnauze. Ich frage mich nur, wo, ne? Wo? Wo denn? Ich komme hier gar nicht mehr zurück. Dann war es das wohl mit der Schnauze. Dann habe ich ja hier total Pech gehabt, ne? Das ist ja doof. Ja, das ist doof. Vielleicht hätte man auch aus dem Fenster gucken können und da wäre sie dann gewesen. Könnte ja auch sein. Wenn du weiter so machst, Alice, dann stirbst du. Thank you.
Hilfe! Es werden doch irgendwie immer mehr, wie ich dachte. Hilfe! Ja, ich weiß. Voll die Spielstörungen. Und ich sterbe hier vor mich hin. Ja, haut alle auf mich drauf. Der eine war doch noch gar nicht tot. Wieso? Ich bin verwirrt. Es ist toll, dass ich das Spiel trotz der Störungen hier hinbekomme. Immerhin eine positive Sache. Oh, nein. Gott sei Dank. Die Puppen sind aber auch fies. Und warum greifen die Alice überhaupt an? Ich meine, um mal wieder aufs Spiel einzugehen hier. Warum greifen die Puppen Alice an, wenn sie doch eigentlich irgendwie so ein bisschen warnen sollen? Kapiere ich auch nicht. Naja. Ach, ich höre sie doch schon wieder. Ganz nah sogar. Ha, als Nase getarnt. Wie witzig. Ja, kannst du da mal hin dingsen? Was für eine lustige Idee, die Schweineschnauze als Nase der Puppe zu nehmen. Man kriegt doch hier aber nicht nur einen goldenen Zahn und Kuchen, oder? Nein. Wollte gerade sagen. Wo ist die richtige Belohnung? Da. Dr. Wilson lässt sich nicht zum Narren halten, Alice. Die Disziplin muss aufrechterhalten werden. Reinlichkeit ist zweitrangig. Was immer du dir unter elektrischem Strom vorgestellt hast, ist nur die halbe Wahrheit. Er kann ein überzeugender Lehrer sein. Streng, gewissenhaft, fordernd. Gibt's hier jetzt so ein... Komisch, dass da nicht so ein Pilz zum Springen rausploppt. Aber ich kann ja auch auf die Kästen hier, ne? Ja, das ist doch schön. Und dann soll man nach oben. Wieso denn das? War ich da hinten schon? Ja, da bin ich durchgekommen, das sehe ich. Genau, zu dem Hebel soll man... Was ist passiert? Neues hier im Wunderland? Keine Ahnung. Ich gehe mal runter. Oder auch nicht ganz runter. Huch. Was ist denn jetzt hier? Wo komme ich denn jetzt lang? Da vielleicht irgendwo lang? Bei der Puppe? Weil da oben ist es ja auch offen. Hä? War ich jetzt total richtig und bin jetzt voll falsch wieder runtergelaufen? Oder wo soll ich lang? Habe ich jetzt noch nicht ganz mitgekriegt irgendwie. Dann gehe ich wieder nach oben. Oh! Was denn jetzt? Gibt's
ist das Ding hier zugegangen? Die Tür ist zugegangen. Kann ich hier runterspringen? Ach, jetzt ist der Plopper-Dings auch da. Und die Grinsekatze will uns was sagen. Das wirklich Gesuchte wird meist gefunden, wenn es denn findbar ist. Wir finden alles. Naja, nicht ganz alles. Bist du weg jetzt? Ja, du bist weg. So, hier sind eine Menge Puppenfallen. Das, oh, und um die Ecke ein goldener Zahn, lasse ich mir nicht entgehen. Es dürfte ja auch nicht so lange dauern, dann haben wir auch schon alle Upgrades fertig. Und, ja, jetzt mache ich mich mal auf die Socken hier. Das war knapp, aber ne? Oh, die Dinger kommen wieder. Da war doch noch einer, oder? Dann noch einer? Nee, das war's. Gut, dann gut. Oh Gott. Ja, aber wenn diese Viecher hier überall mal wieder kommen, dann bin ich immer voll abgelenkt. Sehr schön. Wow, und dann sterbe ich hier. Oder nein, ich sterbe nicht. Aber auch nicht gerade besser. Wobei, ich kann hier noch rumlaufen. Vielleicht findet man da so... Nee, man findet nichts. Man darf nur wieder alles normal machen. Gut, dann alles nochmal. Kann das Bild sich mal erholen? Es sind doch nur ein paar Puppen, die hin und her schwenken. Das kann doch nicht so viel sein. Eine Schnauze. Wo ist die Schnauze? Wo ist die Schnauze? Ganz, ganz nah ist sie. Hä? Als wäre sie wieder voll neben mir und ich merk's nur nicht. Ganz nah ist sie rechts von mir. Hm? Wie komisch. Ich sehe sie nicht, ich höre sie nur. Oh, hier gibt es ja eine Rutsche. Wieso gibt es denn hier eine Rutsche? Rutsch, die Rutsch. Oder sie ist... Ah, okay, hier kann man auch hin. Ist sie hier irgendwo? Das war's mit der unsichtbaren Plattform. Ja. Aber immerhin, man kann hier noch wo lang. Aber hier höre ich die... Ach, da ist sie doch. Da. Hör auf, mich wegzuschieben. Sie war tatsächlich unter mir. Okay. Oha, und die Schnauze hat gleich das alles aufgekloppt. Hier, die ganze Wand ist aufgegangen. Weil ich jetzt hier an den Dings rankomme, der mich wohin bringt. Aha. Aber wo ist die Belohnung? Außer die goldenen Zähne. War das jetzt echt alles? Das war die Belohnung? Komisch. Ja, zurück will ich ja nicht. Ich bin ja nicht doof. So.
Der hat mich voll erschrocken. Ja, ja. Man hätte auch die Plattformen sehen können, die unsichtbaren unter einem. Oder man schwebt wie ich einfach rüber und macht sich nichts draus. Und dann mache ich jetzt schnell das hier noch. Und dann geht das Häuschen auch schon zu. Schon sind wir eingesperrt. So. Diese nette Rätselaufgabe machen wir aber im nächsten Part von Alice Madness Returns. Wie gesagt, Entschuldigung für die Störungen der Zeit. Ich gebe mein Bestes, in der Aufnahme nicht dieses Ruckeln zu haben. Und ansonsten wünsche ich euch weiter viel Spaß bei diesem Let's Play. Bis dann!